Herzlich willkommen, Sonja Kraus. Nimm Platz. Wow. Du riechst nach irgendwas. Darf ich noch mal riechen? Das ist ja so Jahrmarkt, so Zuckermatte oder sowas. Nee, was ist Jahrmarkt? Da? Wie diese Äpfel, wo dieses... Ich dachte, wunderbar. Und Vanille. Vanille ist Vanille. Ja, wunderbar. Ich habe ein Taxi. Jetzt weiß ich wieder. Du riechst wie Taxi. Genau. Aber ich habe dir was ganz Tolles mitgebracht. Nein. Doch. Ein Geschenk, das von Herzen kommt. Ein Geschenk, das von Herzen kommt? Was denn? Du hast auch immer so viel Spaß mit meinen Mörder-Titten bei Talk, Talk, Talk. Was? Ich habe Spaß damit? Haben wir schon mal Scherze drüber gemacht? Nein. Nein. Und dann dachte ich, brühwarm. Jetzt muss ich mal so ein bisschen... Was du gerade für ein Wort hier benutzt hast. Dürfen wir das überhaupt ausstrahlen in der Sendung? Du hast bei dir hier was drin versteckt? Einmal. Zwei, und jetzt darfst du fummeln. Was ist das denn? Das sind portable Silikontittchen und sind total praktisch, weil ich bin ja ganz begeistert, du hast so abgenommen. Ich habe gehört, du futterst keine Mettwürstchen mehr, du futterst nur noch Rohkost. Und dann dachte ich, mein Gott, also man nimmt ja auch ein bisschen an Muskeln ab. Dann dachte ich, du kannst es super toll hier gebrauchen. Und ich habe dich gestern gesehen bei den No Hells Angels und du hast ja dein T-Shirt zerrissen. Und ich war begeistert. Du siehst richtig schmucker. Ich habe 8 Kilo abgenommen. Sieht super aus. Willst du wissen, wie? Rohkost, weiß ich schon. Nee, 7 Wochen Dünnfisch. Oh, das kenne ich auch. Ja. Ich habe... Toll, oder? Das sieht jetzt gut an. Und oh, Vorsicht. Keiner will sie anfassen. Normalerweise das würden sie alle anfassen. Das sind portable Silikonbrüste. Was gibt's? Das ist toll, oder? Das gibt es? Ja. Sieht auch gut aus, oder? Ja, was wollte ich sagen? Herzlichen Glückwunsch zu Talk, Talk, Talk. Eine sehr erfolgreiche Sendung, die du bei ProSieben moderierst. Und was war es noch? Desert und Fort Boyard. Ja, kommt wieder im nächsten Jahr. Ja, das alles Shows. Du rettest ja im Prinzip den ganzen Sender. Ja? Talk, Talk, Talk läuft immer. Zusammen. Ja, Talk, Talk, Talk läuft immer um wie viel Uhr? Samstags um 7. Um 7 Uhr? Ja. Und da ich jetzt ja wieder gegen Fußball laufe, muss ich halt meine Bälle auch ins Spiel bringen. Deswegen alle Tricks. Du gehst aber sehr offensiv ran heute. Ja, Brote. Ja. Ich will's mal hier hin. Ja. Bei Ihnen liegt eine Titte unterm Sitz, haben Sie schon gesehen. Müssen Sie aufpassen. Ich kann die filmst du mal bitte? Einfach, hier werden einfach die, vergessen die Leute einfach ihre Brüste unterm Stuhl. Da liegt sie. Schade drum, oder? Na. Ja, stecken Sie sich mal rein. Ja. Die sind selbstklebend, ganz toll, oder? Sehr gut. Wunderbar. Fühlt sich doch gut an, oder? Ja. Großartig. Ja, geben es ruhig durch. Körper warm. Geben Sie es durch, lutschen Sie es an und geben Sie es weiter. Nicht in die Hose. Ja, genau. Interessant, was? Wer ist was für Sie? Wer ist was für Sie? So ein Ding? Nee, für Ihre Nachbarin meine ich. Ja. Sag mal, stimmt das eigentlich? Ich hab gehört, es gibt viele Männer, die sich Talk, Talk, Talk nur wegen deiner Schuhe angucken. Mhm. Ich habe eine ganz große Fußfanliga. Und die stehen natürlich auch auf meine Schuhe, denn ich habe eine riesengroße Schuhsammlung. Das ist eine Schuhsammlung? Meine Schwäche. Ja, ich gebe es zu. Und, wie viele Schuhe hast du? Oh, so. Also vor allen Dingen eigentlich Schuhe, die ich privat gar nicht anziehe, nämlich mit hohen Haken und Riemchen ganz wenig dran, wo eigentlich normalerweise keiner drin laufen kann. Das sind dann mehr so die Steh-, Sitz- und Liegeschuhe. Wie viele Schuhe? Liegeschuhe? Braucht man die auch? In dem Business? Unbedingt, oder? In dem Geschäft Liegeschuhe? Weißt du ja, oder? Wie viele Schuhe sind es insgesamt? Meine Mutter hat irgendwann mal aufgehört, beim 100. Paar zu zählen. Ach so. Und das heißt, es gibt also tatsächlich Leute, die sich da, die da vom Fernseher... Klar, mein Forum quillt über. Und ich finde es auch toll, also ich meine, ich finde es lustig, so Fußfans. Dass sich die Typen, das findest du geil, dass sich die Typen die Show wegen deiner Schuhe angucken? Gut, wenn es ihnen Spaß macht, ja, finde ich in Ordnung. So? Der Chef von ProSieben und wer noch? Also mein größter Fan heißt, glaube ich, Andrea Pfister. Was? Das ist irgendwie ein Mensch, der wirklich Abhandlungen ins Forum schreibt. Ein Typ? Ist das ein Typ oder ja, ist ein Typ, leider. Ah. Ja. Nein, fand ich auch schön. Also ich meine, ich bewundere auch gerne schöne Füße an anderen. Hast du schöne Füße? Ich habe Füße. Wollen wir mal Fußvergleich machen? Ich glaube, du willst meine Füße nicht sehen.
wahrscheinlich nicht riechen in deinen ewigen. Das kann natürlich sein. Aber da müssen wir eh was machen, wo du jetzt so rank und schlank bist. Warum immer so weite Klamotten? Gestern, ich war begeistert, entrückt vor der Glotze. Wieso? Kann ich doch einfach, das ist einfach ein enges entspannen. Tanktop, wie wir es eben gesehen haben, im Netz. Ja, aber so. Dann kann es sein, dass man mich mal vor 7 verwechselt und sagt, ich müsste Andreas Türk moderieren. Das wäre doch auch schön. Man muss aufpassen. Ja, ich mag es eher, wenn es locker sitzt. Weißt du? Schneide dann alles so ein. Wenn es locker sitzt, dann sieht man wenigstens nicht so aus wie Peter Maffay. Mhm. Ja. Also noch mal zu deinen Füßen zurückzukommen. Also du wolltest deine Füße auch hier zeigen hier? Ich habe extra keine Socken angezogen. Ich liebe meine Füße. Damit die Typen auch noch einschalten hier. Genau, ich tue auch was für deine Quote. Hier sind sie. Geh mal auf den Fuß hier. Hab sie extra lackiert. Das ist der Hammer, oder? Ah. Und vor allen Dingen stehen halt immer so tolle Sachen in meinem Forum, wie nach der dritten Moderation hast du mit dem großen Onkel gewackelt und ich fand's so rattenscharf. Und dann denke ich, okay, wenn Spaß macht, gut. Vielleicht sollte man seine ins Nachtprogramm verlegen. Lanotte, vielleicht sollten wir tauschen. Ja, einfach ins Nachtprogramm und einfach nur deine Füße filmen und du hältst das Maul. Du. Nein, Alter. Schon allein das würde ich mir machen.